Ja, hallo und herzlich willkommen, sagt wieder eure Chaos Crew. Wir machen den Nachtclub und mit wir meine ich Chrome, Moin Moin. Pengbas Hallihallo. und natürlich Pögi, wen auch sonst. Wir spielen auf Todesmut und ihr werdet euch vielleicht über unsere Herangehensweise wundern, aber es ist einfach die schnellste und effektivste. Ja, so wie bei den Bankräumen, ne? Schlimmer. Eigentlich ist es schlimmer. Ich kaufe Aha. einfach mal alle Vorteile und zeige euch dann derweil, was Haha, hier ich was habe auch bringt. eingekauft. Sehr schön. So, wir haben einen Beutetransporter. Den zeige ich euch natürlich. Schlechte Musik sorgt dafür, dass auf der Tanzfläche keiner rumhängt. Und was die hier bringen, seht ihr dann auch noch. Wir machen das Ganze Stealth. Und wer sich jetzt meine Ausrüstung anguckt, fragt sich, bitte was? Mit dem Kram? Ja, mit dem Kram. Ziel der Aktion ist, wir werden ECMs auf den Boden prügeln und dann dort reinstürmen, alles erschießen, was uns in die Quere kommt. Und dann ist das mit dem Stealth nämlich so eine Sache, weil es haben zwar alle mitgekriegt, dass wir da sind, aber es konnte kein Alarm schlagen. Und das ist das einzig Wichtige. Ja, Chrome. Ja, da guckt einer, das sind Deswegen Augen. habe ich auch zwei Waffen dabei, die sehr große Magazine haben. Meine Was Sekundärwaffe hat 50 müssen Schuss, meine Primärwaffe hat 60 Schuss, also. wir da noch nur sichern? Aus dem Nachtclub? Muss der Bohrer dann kommen? Ja, da müssen Bohrer oder C4, wenn du hast. Ja, da müsste ich aber umskillen. Ja, dann lass das so, ist egal. Weiß Ja, nicht, ob das dann reicht. Dann sitzen wir da einfach einen Moment länger. Das ist doch egal. Das ist der einzige Unterschied, ja. Mitkriegen wird's ja eh keiner. Abgesehen Ach, von ja, unseren stimmt. Zuschauern, aber da können wir wenigstens Wollten noch die auch nützliche schon. Infos geben. So, hier ist der Nachtclub. Wenn ihr dort vorne rein wollt, könnt ihr das machen. Der Typ da vorne weist euch zwar zuerst ab, lässt euch dann aber trotzdem rein. Wenn ihr die Herangehensweise von uns macht, dann solltet ihr hier eure Maske anziehen, weil hier sieht euch keiner. Ich nehme schon mal einen Kanister mit und mache hier schon mal das Fensterchen auf. Und ich werde gleich nach oben gehen und die Was anderen sind denn beiden die hier werden mit die unten hin schießen. Fragezeichen? Ich, Verstehe ich das war nicht. ich. So, ich habe Achso. ein ECM gesetzt. Ich sprinte nach oben. Warum auch immer Pengmas jetzt nach oben gegangen ist. Und ich werde hier Da jetzt wollte wild ich durch gar die nicht Gegend hin. rumballern. Machst du Dings oder soll ich? Ich hab doch schon. Terrasse? Terrasse mache ich. Gut. Ah, wer macht denn draußen? Ich mach hinten. Ja, hier auf Klo ist auch keiner. Ruhe. Ja. Leute, Kamerad CVD absetzen. mitgekriegt. Das war ja sehr glorreich. Warum setzt ihr nicht weiter ECMs? Ach wolltest du nicht deine beiden So! einsetzen? Warum achtet da Weißt keiner du? drauf? Oder sagt mir mal was? Oder warum ist die Kommunikation gerade so beschissen? Keine Ahnung, nochmal. Also, wir haben jetzt einmal Jetzt gezeigt, geht wie er weg. es nicht geht. Das sind so die typischen Fehler, die passieren. Ihr müsst auf die ECMs achten und ihr müsst vernünftigen Zugriff machen und so. Also, Hieß es das nicht war natürlich Pögi, geplant. Chrome, Pengbas? Oder wie war die Reihenfolge? Hatten wir uns da überhaupt abgesprochen? Also da bin ich zumindest von ausgegangen. Ah, so. Achso. Ah, Moment, du bist Ah. davon ausgegangen. Ja gut, okay. Das erklärt natürlich einiges. Ich hab's nämlich völlig verpeilt. Also machen wir, also besprechen wir das jetzt mal eben kurz. Pögi, Macht. Chrome, Pengbas. Und jeder setzt seine durch und dann. Ja, also. Wobei ich damit natürlich Türen öffnen kann. Ich Auch. dann setz ich mal als erstes. Zum Ja. Beispiel. Und dann öffnen wir nämlich. Also Chrome solltet ihr am besten zuletzt setzen, beziehungsweise gar nicht setzen. Weil Ja, das ich sind könnte. zwei Sicherheitstüren, die wir öffnen müssen, soweit ich informiert bin. Gut. Sollten wir dann nicht am besten einer von uns beinern, also Pengbas setzt, einer sprintet durch zum Security-Raum und macht dann die Kameras aus. Es gibt hier keinen Security-Raum. Das ist natürlich dann doof. Oder? Wo sind denn da Ich meine, überhaupt nein. Kameras? Es gibt doch einen Security-Raum. Seit wann sind da eigentlich Kameras? Schon immer? Da waren schon immer Kameras.
Egal, zerschießt sie einfach. Das sind Titankameras. Das wird ein bisschen schwer. Na, ihr findet das schon. Ja, ich habe nur ungefähr Ahnung, wo einer sein könnte. Ich guck da mal nach, ob da einer ist. Und wenn nicht, dann müssen wir eben halt. Ja, ihr könnt ja erst einmal da reinlatschen und mal gucken. Genau. Und am besten machen wir dann den. Sagen wir auch, wann der Zugriff ist, anstatt so, ich habe jetzt ein ECM gesetzt, wir laufen, ich laufe dann mal hoch. So, hier ist jetzt eine Nase, der sollte mich natürlich nicht erwischen. Dann geht's So, hier. Ich kann hinten jetzt gleich durch die Küche. anfangen. Ist das genehmigt? Nein, lass ihn eben noch suchen. Hier ist ein Security-Raum, aber da steht nicht Security-Raum drüber. Dann, uppa. Komm, stelle ich jetzt nicht in den Weg. Das könnte nämlich ziemlich doof werden. Management steht hier und hier ist noch eine andere Tür, aber hier steht nirgendwo Security-Raum drauf. Ich würde sagen, ich starte einfach dann von hier. Ist hier irgendwo eine Kamera, die Also irgendwas kann sehen ich könnte? starten. Ja, starte ihn. Ich setze meine Maske auf und dann können wir starten. Komm. Gut. Maske ist aufgesetzt. So, ich habe Was nur einen machst du oben? Pager und der sitzt. Ich mach oben, okay. Jetzt. Scheiß drauf. Hast du ein Auge drauf? Soll ich den Weiter nächsten läuft's, setzen? weiter läuft's, weiter läuft. Alles klar. Ah, dass sie hier auch so verteilt sein müssen. Ja. Ich mach mal die Management-Tür auf. Mach das. Aber wir haben kein Ausrufezeichen mehr, ne? Nein. Ne, es sollten alle weg sein. Ey, jetzt müssen wir nur noch gucken, dass die Blinkt. Kameras uns Ich nicht habe aber mehr. gerade eben keine Kamera piepen gehört und es war gerade eben definitiv kurz der ECM aus. Ich habe jetzt Ja. einfach mal zur Sicherheit gesetzt. Ja, ich weiß nicht, können die können die Leichen sehen, ne? Ja, klar. Theoretisch, aber wie gesagt, ich habe keine Kamera piepen gehört. Hier oben muss ein Bohrer hin. Peng, was? Dein Part. Ich bin Ghost. Oh, Ist völlig ist egal. Achso. Achso, Aber ich ja. mach. Dann guck ich mal. Dann mache ich hier nochmal die andere Tür auf. Was machen wir eigentlich mit den Benzinkanistern? Pakete suchen. Gar nichts. Einfach liegen lassen. So, hier unten ist ein Keller. Hier kann man. Hier geht irgendwie was ganz Voodoo-mäßiges ab oder nicht. Hier ist auch noch ein Tresor. Weil da ist. Ich weiß nicht, ob hier einfach Wo irgendwie. oben? Ge Ja, das ist interessant, dass der das nicht mitgekriegt hat. Der gepennt. Also Nee, ich der weiß war halt jetzt. in einem Sicherheitsraum. Also hier kann zum Achso. Beispiel auch ein Tresor sein, also wo jetzt das Bild hängt. Ich weiß auch gar nicht, was hier unten abgeht, weil hier sind einfach, hier stehen vier Stühle, in der Mitte liegt Geld und Blut und ja. Ja, Achso. das ist ein Folterraum. Drin, 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 drin. Bevor ich das gleich Warum sollen die vergesse, da mit Geld nach ihm schmeißen? kann man einen Award bekommen, indem man. Wer hat dir das Feuer Wo ist angemacht? er hin? Ich mit dem Benzinkanister. Dafür sind die Dinger nämlich Ja, da. warum machst du das? In Ja, diesem aber Raum. weil ich das zeigen wollte. Völlig unnötig. Ich habe den Redestock. Achso, hier auf diesem Pokertisch, Was? Wer hat den wenn man Redestock? nachher eine Geldtasche hat, kann man die da raufschmeißen und einen Award bekommen. Ihr solltet aber nicht vorher den Benzinkanister dort zünden, weil dann verbrennt die Geldtasche. Und das ist doof. True Story. So, Noch nie Problem gehabt, ist, es Hust. können Wow. Das war. hier draußen noch Zivis spawnen. Da ist zum Beispiel einer. Das passt Okay, hier das gerade. war kein Zivi, das war ein Mobster. Aber egal. Die müsst ihr natürlich dann auch noch unter Kontrolle halten. Das heißt, es ist gar nicht so dumm, wenn einer hier Wache hält. Oder ihr die ganzen Leichen wegräumt und ja einfach nichts mehr passieren kann. Ähnlich wie im Auftrag Go Bank, allerdings längst nicht so wild. Nee. Ja, meint er, was wir vorhaben? Er drängelt immer ein bisschen, er hält das immer für so, ja, für so schwierig hier. Hier ist noch ein Köfferchen. Der hat aber Kohle hier, der Barkeeper.
What? Hat noch wer ein ECM? Ich, alles cool, alles cool. Huhu. Was zur Hölle war das denn? Wo kam der denn her? Vor allen Dingen, Hinten, Garage. ich stehe oben beim Barkeeper und hab geschossen und dann stand da entdeckt. Und der Typ hat mich entdeckt. Keine Ahnung wie, Magie, weiß ich nicht. Tja, tricky halt, ne? Also, ihr merkt schon, dieser Auftrag ist nicht ganz so leicht, wie man gerne hätte. Ja, wenn man hier gegen Hexenmeister kämpft, wie soll man das denn machen? Tja, das ist wie Frodo gegen Sauron. Er hat auch gewonnen. Oder um etwas, also, Also zu ne? meinem Bohrer oben kann ich momentan gerade nichts sagen, ey. Underskilled und overpowered, meine Güte. Kaum skillt man das nicht, läuft der weiter. Da ist noch einer. Wo ist hier einer? Draußen, hinten, Garage. Mobster. Tot. Immer dasselbe hier. Hast du noch Leichensäcke? Nimm mal bitte. Nein. Ich hab welche. Komm her. Du Mit. kannst den hier gerade so erwischen. Ja. Komm, pack den anderen dann auch gleich mal weg. Du müsstest dann ja. Oder schmeiß mir den zu und ja genau, wir packen die komplett weg. Können wir die nicht ins Feuer schmeißen? Ja, aber dann werden die, glaube ich, nur geröstet und nicht vernichtet. Mensch, der Bohrer, der läuft aber heute. Unglaublich. Und wenn ihr hier nicht ständig durch die Gegend schießt, dann werden wir auch nicht ständig entdeckt. Ja, man muss sagen, ne, ungeskillte Bohrer laufen irgendwie besser als geskillte. Oder hat er einfach mal Geld ausgegeben und nicht die Dummen aus Indonesien gekauft? Ach, geht das flink mit diesem Skill? Huhu. Oh. Vorne. Wo? Das Zeichen ist weg. Der hat sich einfach dematerialisiert. Wo? Zeichen gefunden. Hübsches Kleid. Nee, die hat den Leichensack dort in der Gasse gefunden. Oder kurz Nehmen mit. gesehen. So, Jungs, was wollt ihr? Ich gebe eine Runde aus. Wir haben hier Moira. Na. Cape Point. Königin. Irgendeiner. Ja, ich kümmere mich. Lies du mal weiter vor, Oh was wir alles zu Mann. trinken können. Alles klar. Alles klar. Also mein Bohrer läuft noch. So, dann haben wir hier Gold Rose. Noch mehr Moira. Hoodlum Whiskey. Nun geh doch mal weg da. Sag nicht, dass du immer noch was vorlesen kannst. Eine weniger Moira. Wieso sind die bei dir alle zerstört? Ja. Bei mir stehen die alle noch. Bei mir aber Warte. auch. Na! Gehst du wohl weg? Au! Jetzt sind sie alle Boah. kaputt. Blöd, Mann. Also, hier haben wir Königin. Mann! Königin Orange. Na, hörst du wo auf? Na! Toll, jetzt ist gleich der weg, der das. Wenn man nicht das zerstören kann, was man vorlesen will, dann das, Der, was den der vorliest. Was vorliest, ja. vorliest. Ja, wie gut, dass er keine Granaten hat und sich nicht wehren kann. Ist gemein Wo jetzt. wir wieder beim Summer Sale wären. Psst. Richtig. Aber wenn man uns abonniert, kriegt man sowas mit. Richtig. Oh, ich habe Koks gefunden. Und zwar nicht zu knapp. 6 Taschen. Woohoo. Ist der Bohrer tatsächlich in 1 durchgelaufen? Was? Nee, nee, Nein. ich habe ihn einmal repariert. Gut. Aber du hättest ihn 5-mal repariert, also insofern. Wahre gescheinlich. Einfach hier liegen lassen. Kommt der hier unten? Ja. Ah, oh, schön. Oh, die Benzinkanister hören ja irgendwann auf zu brennen. Und Selbstzerstörung. Wuhu! Bumm. So, noch 19 Sekunden. Ich kann sie nicht kontrollieren. Uah. Entspann dich, entspann dich. Was wollen wir jetzt? Also an alle, die, ne, wenn ihr eine Waffe in der Hand haltet und die nicht aufhören will zu schießen, dann lasst doch Ui. einfach den Abzug los. Oder er schießt den Taser. Oder er schießt den Taser, da ist was dran.
Gefällt euch die Deko nicht, oder was? Kann man hier eigentlich die Kugel abschießen, hier irgendwie so? Dann wäre jetzt auch noch was gewesen. So, wo seid ihr jetzt? Und wo bin ich? Hallo? So, die Nachbarn sollen auch noch was abkriegen hier. Ein bisschen Blei in den Wänden ist so gut, ne? Ach, da komme ich ja gar nicht lang. Seit wann geht man denn da rum? Man geht gar nicht. Seitdem man das aus dem Fenster schmeißen kann. Man hat den Vorteil gekauft, dass der Typ den abholen kommt. Und deswegen... Aha. Das ist ja voll der Nachteil. Wenn man das gar nicht weiß. Wenn man Chrome dabei hat, ist das ein Nachteil, ja. Jetzt sonst bin ich wieder die falsche Treppe hochgegangen. Jetzt bin ich gleich tot. Ich hab's gleich. So, diese Treppe, dieses, also da schmeiß ich mich jetzt raus. Ach, der fährt weg! Ne, ich wollte ihm noch eine Leiche mitgeben. Nimm mit! Jetzt kann ich sie nicht mehr rausschmeißen. So, hier ist jetzt Paket. Und wir fackeln jetzt mal den Pokertisch ab. Ja. Aber anscheinend sind die Fässer hier nicht brennbar, das Stahlgerüst ist nicht brennbar, die Pappe ist nicht brennbar. Nicht schon. So, ja, ist schon. Gut. Was macht denn hier das? Na, hallo, wer bist du denn? Na? Der ganz jetzt leger, wie die hier rumhängt. 2 Minuten totschlagen. Oh Gott. War da im Hintergrund gerade Sirenen? Ja. Warum? Straßenverkehr. Liegt hier nicht irgendwo eine Munitionstasche? Komm, lass Taschen schmeißen. Oder auf den Türrahmen werfen oder so, keine Ahnung. Hier irgendwo müsste doch eine Munitionstasche liegen. Da hinten? Ja. Die ist in dem Raum, den du abgefackelt hast. Was bist du denn damit? Ja, das dumpfe Gefühl, dass da nichts Gutes bei rumkommt. Es gibt damit keine Granaten mehr. Achso. Welche. Oh. Bei den ganzen Kugeln, die in dieser Folge geflogen sind, könnte man meinen, wir kämpfen uns hier durch. Nein, tun wir nicht. Wir dekorieren einfach. Ja, wir gehen einfach nach dem Motto: viel hilft viel. Und vielleicht kann er das Blei in den Wänden ja nochmal gebrauchen. Bei einem Nuklearangriff oder so. Vielleicht hilft das denn ja. Überleitung zum nächsten heißt. Guck mal, was ich hier Schönes gemalt hab. Guck auch. Guck. Was ist denn? Weg. Jetzt ist es weg. War es ein Penis? Nein, es war das hier. Das war ein C und ein C, ja? Für Chaos Crew. Chaos Crew. Und wo war der Blitz dazwischen? Ja, den habe ich versucht reinzumachen, aber dann habe ich das erste C damit übergemalt. Und das sah dann ganz schön doof aus. Tja, Pengbass, ich glaube, komm, ich hol dich noch ein und häng. Wettschloss knacken. Wettknack schlossen. Schloss knacken. Hat sich das und Bögi gewinnt! Obwohl er eine halbe Stunde später angefangen hat. Und Chrome ist der Letzte. Und der hat eh keine Granaten. Ich versteck mich. Ja, Leute, ne? Und so viel dann zum Thema Nachtclub. Todesmut. Ja. Mit mehr oder minder durchschießen und mehr oder minder Stealth. Also so ein bisschen was von beidem halt. Nach der Erkenntnis, dass es so funktioniert, ja, haben wir uns auch gefreut. Ja, das ist halt für den Anfang ganz nice. Ne? Man holt sich halt den kleinen ECM,
mit ein paar Leuten, also mehrere, die den haben, und dann rennt man einmal da durch und dann macht man halt ganz am Anfang recht viele Level. Mittlerweile ist es halt nicht mehr so ergiebig, aber das hängt halt, wie gesagt, immer vom Auge des Betrachters ab. Ja, und sonst, ne? Das schon angesprochene Abo ist natürlich immer eine Option. Wenn ihr aber schon mal da seid, dann könnt ihr auch gleich. Das Muster übrigens habe ich auf meiner einen Hockey-Maske. Sieht sehr nice aus. Ja, also, ne, was ich sagen wollte, Likes und Kommentare natürlich auch gerne. Verbesserungsvorschläge, konstruktive Kritik. Flame gegen Chrome, keine Ahnung, was euch so einfällt. Ist alles natürlich. Nein, das Flame gegen Chrome lassen wir weg. Aber sonst ist natürlich alles gerne gesehen. Und sonst sagt eure Gras-Crew einfach mal ganz gemütlich. Bis denn. Joey. Ciao, ciao.